Herzlich willkommen zur Vorlesung, was haben wir denn? Programmiermethodik, Wintersemester 2015-2016. Wir versuchen systematisch zu programmieren und haben für die letzten drei oder vier Vorlesungen, die wir jetzt noch haben, vor, uns mit verteilten Anwendungen, nebenläufigen Anwendungen, mehr Prozessorsysteme, mehr Prozesse-Systeme und Client-Server-Anwendungen und ähnliches zu beschäftigen. Im Grunde ist die Motivation, dass man das Risiko gerne eben mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen möchte, an mehreren Rechnern übers Web hinweg, übers Internet hinweg. Und dafür müssen wir noch ein paar Dinge tun. Es ist eine sehr häufige Anforderung. Also tatsächlich sind größere Programme sehr häufig auf mehrere Rechner aufgeteilt und dieses Aufteilen von Abläufen auf mehrere Rechner und die Koordination von Programmen auf mehreren Rechnern ist nochmal eine ganz neue Klasse von Herausforderungen und mit denen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und das Ganze hier nennt sich ja Programmiermethodik. Das heißt, wir wollen versuchen, das methodisch zu tun. Und naja, die Methodik besteht insbesondere darin, dass wir uns am Anfang ein Beispielszenario überlegen. Also, das ist halt so Story-driven Software Development oder Szenario-getriebene Softwareentwicklung. Die Idee ist, dass man sich Beispielszenarien überlegt, anhand derer wir das machen. Wir haben das mit diesen mit textuellen Beispielszenarien am Anfang gemacht, haben die dann mit Objektdiagrammen verfeinert. Und dann hatten wir eine gute Idee davon, wie das läuft, haben dann in späteren Phasen Graphical User Interface Mockups dazu genommen, um zu sehen, okay, wie wird das System aus Benutzersicht bedient und daraus im Wesentlichen mehr oder weniger systematisch unsere Applikationen abgeleitet. Für mehr, ja, verteilte Programme, die auf mehreren Rechnern laufen oder Abläufe, die auf mehreren Rechnern laufen, brauchen wir jetzt irgendwas, mit dem man das beschreiben kann, welcher Teil der Aktion findet auf welchem Rechner statt. Das ist jetzt einfach noch mal eine kleine gedankliche Erweiterung dessen, und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Dafür haben die Götter tatsächlich schon eine Notation erfunden. Tatsächlich liegt dieser Vorlesung objektorientierte Modellierung zugrunde, und das macht man mit Klassendiagrammen, haben wir kennengelernt, mit Objektdiagrammen haben wir kennengelernt. Wir haben ganz kurz mal so einen Einblick in Sequenzdiagramme genommen, das war nicht besonders tief. Es gibt noch Activity-Diagramme, die sind nicht so spannend. Wir haben Storyboards als so gemischte textuelle Ablaufbeschreibungen und Objektdiagramme kennengelernt. Und heute führe ich so ein, ich nenne das Software Stories. Naja, in UML-Notationen heißen die Dinger Deployment-Diagramme. Ja, ich glaube schon, Deployment-Diagramme. Und der wichtigste Punkt dabei ist, dass man sagt, okay, wir malen auf unserem Bildschirm, auf unsere Papierseite eben auch Rechner hin. Und dafür gibt es ein extra Symbol. Da malt man so einen dreidimensionalen Würfel. Okay. Das bezeichnet jetzt, irgendwie sieht was falsch aus. Naja, kriege ich nicht besser hin. Dieser Würfel bezeichnet jetzt einfach einen Rechner. Und wir meinen tatsächlich an dieser Stelle hier einen ganz konkreten Rechner. Hier meiner, der heißt irgendwie Scotty oder so. Na? Ich bin auch so ein Star Trek-Typ. Und genau, also muss der Doppelpunkt aber dahinter, wenn denn. Das ist ein Objektname in dem Sinne, ne, weil das eine einzelne Instanz ist. Man schreibt auch manchmal hin, das ist irgendwie ein Knoten. Das ist ein Server. Server ist eigentlich eine Klasse von Knoten. Also das Ding heißt Node, Rechnerknoten. In dem Sinne. Und Scotty ist jetzt eben der Name von genau diesem speziellen Rechner hier, meinem Laptop, der hier steht. Wenn ich Server schreibe, dann meine ich ja irgendwie so ein Ding,
das hat eine bestimmte Aufgabe, eine Rolle oder irgendwie sowas. Aber es ist eigentlich nicht konkret, das ist eine Klasse gemeint. Der Unterschied ist, wie bei Objektdiagrammen und Klassendiagrammen, die einzelne Instanz oder der Typ von dem ganzen Ding. Und die Unterscheidung wird offiziell eigentlich auch so gemacht, dass man eben, wenn man sagt, ich habe eine einzelne Instanz, unterstreicht man den Namen. So unterscheiden sich die Objekte von Klassen. Man kann dahinter noch einen Typ angeben, was weiß ich, hier Laptop oder so ähnlich. Da muss das Ganze unterstrichen werden. Und bei einem Server würde man jetzt hier eben auch sagen, lange Zeit hatten wir irgendwie Duffy als irgendeinen Server. Weiß ich nicht mehr, ob es den noch gibt. So, na, und tatsächlich geht bei diesen Deployment-Diagrammen das relativ häufig durcheinander, weil man sehr selten mehrere Instanzen von einem Typ hat. Man hat immer einen Client, einen Server in diesem Diagramm. Was schon doof ist, weil wir brauchen gleich für so ein Chat-Beispiel, das wir machen wollen, zwei Clients, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Und die Deployment-Leute sind tatsächlich mit dieser Unterscheidung zwischen Instanz, einem einzelnen individuellen Objekt und dem Typ, der Art von Objekt, der Rolle, noch schlampiger als die Klassendiagramm-Leute. Das heißt, die lassen diese Unterstreichung sehr gerne weg. Wenn ihr von jemand anderem mal so ein Ding liest, denkt euch die Unterstreichung dazu. Wenn ihr so eins malt, macht sie bitte mit hin. Weil sonst ziehen wir euch Punkte in den Hausaufgaben und in der Klausur ab. Und das ist einfach klarer. Ne? Dieses Unterscheiden zwischen Instanz und Typ passiert bei diesem Programm noch viel, viel weniger als bei Klassen und Objekten und ist aber eigentlich genauso wichtig. Und wenn man die nicht mindestens im Kopf einigermaßen klar hinkriegt, dann entstehen lauter Missverständnisse und das ist völlig unklar, was eigentlich gemeint ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Rechner hier irgendwie Word laufen lasse, das würde ich hinschreiben, als so ein Kasten, jetzt sind die Objektsymbole sind schon alle, nur ein Objekt ist für Word jetzt vielleicht ein bisschen weniger, es hat vielleicht viele Objekte. Offiziell ist es so, dass es dann hier so ein Symbol gibt, das ich hier dran hefte, wo hier so zwei kleine Rechtecke an so einem Rechteck dran sind. Warum auch immer. Das nennt sich dann eine Komponente. Das heißt, das hat ein Symbol und das Komponentensymbol ist, das Icon dafür ist dieses hier. Na? Und das ist naja, eine Gruppe von Klassen. Vielleicht ein Package, vielleicht mehrere Packages. Im Java-Fall ist es das Einfachste, wenn wir da an eine JAR-Datei denken. Eine JAR oder eine EXE-Datei, das könnte man mit so einem Symbol hier bezeichnen. Und jetzt auch bei so einer JAR oder EXE-Datei, machen wir mal für Word oder sowas, ist es mehr oder weniger wichtig, dass man unterscheidet zwischen dem Programm Word, von dem es, das ist eher eine Klasse, davon gibt es zig Millionen Instanzen auf der Welt. Milliarden. Na? Und tatsächlich sind das alles noch Kopien von der Datei, von der EXE-Datei. Zusätzlich gibt es dann aber auch noch, kann ich das Word-Programm dann auch starten. Und dann habe ich es im Hauptspeicher als ausführbares Programm vorliegen. Und das ist nochmal eine andere Instanzebene. Das heißt, eigentlich werde ich bei einem ausführbaren Programm unterscheiden zwischen dem Ding, was im Rechner gerade läuft, das nennen wir einen Prozess, der Datei, die das Programm kodiert. Von der kann es auch viele, viele Kopien geben. Da unterscheide ich sogar nochmal zwischen der EXE-Datei oder den Class-Dateien oder den JAR-Dateien und den Quelltext, den Source-Dateien, von denen es auch viele, viele Kopien geben kann, die noch in irgendwelchen Git-Repositories zusätzlich liegen. Und es gibt eben dieses gesamte Ding, eigentlich, was ich abstrakt bezeichne mit, das ist Word, das ist das Textverarbeitungssystem Word. Und von dem gibt es halt dann viele, viele Exemplare, Ausprägungen, das ist mehr so eine Klasse. Das ist ein bisschen wie bei einem Buch. Na, beim Buch, irgendwie Herr der Ringe Teil 1, ist es eben auch so, das ist klar, damit ist ein bestimmter Inhalt gemeint, aber beim Buch kann man eben auch unterscheiden zwischen der Konto, der Verlagsnummer als solchem oder dem generellen abstrakten Idee und dem konkreten Exemplar. Es gibt dann eben einzelne Exemplare, mein persönliches Herr-der-Ringe-Buch mit dem Eselsohr auf Seite 42. Und die muss man unterscheiden.
Und ein bisschen ein Problem hierbei ist noch, dass das eben mehrstufig jetzt sein kann. Gerade bei Programmen, die Instanz, die gerade läuft, die JAR-Datei auf meinem Rechner oder die, die ich mir im Internet irgendwo runterladen kann oder das Konzept als abstraktes Ding. Das muss man immer so ein bisschen im Kopf auseinander sortieren. Man nennt das verschiedene Metaebenen, um das böse Wort schon einmal gesagt zu haben. Und diese Ebenen richtig zu sortieren, ist ein ziemlicher Punk. Und am einfachsten ist es wie immer, wenn man auf der konkreten Beispielebene ist, macht man am wenigsten Fehler. Okay, das heißt, wir würden jetzt eben ein spezielles Programm, das wir hier hinschreiben, sagen, okay, das ist eine Component, nennt sich das, mit diesem Symbol da drin. Und gemeint ist irgendwie sowas wie eine JAR-Datei, die gerade sich in Ausführung befindet. Beziehungsweise, wenn ich sage, ich habe eine Component, dann ist das erstmal so für sich, ja, von mir aus jetzt eine JAR-Datei. Und die gibt es eben als Datei auf dem Festplatte oder es gibt sie in Ausführung befindlich im Hauptspeicher. Und natürlich kann es auch mehrere Instanzen davon gleichzeitig im Hauptspeicher geben. Es spricht überhaupt nichts dagegen, gleichzeitig zweimal Word zu starten auf dem Rechner. Die meisten modernen Programme machen das nicht mehr. Die sagen, na, laufe ich schon, öffne ich die Datei das zweite Mal nochmal mit dem gleichen schon laufenden Programm. Aber prinzipiell ist es überhaupt kein Problem, auf einem Rechnerknoten das gleiche Programm mehrmals zu starten. Na, und das müssen wir immer so ein bisschen im Kopf behalten. Okay, wir machen hier nicht Word, sondern wir machen ein Chat-Programm. Und zwar nicht irgendein Chat-Programm. Lass uns so eine Art Forum von mir aus machen, auch wenn das Trolle anlockt. Lass uns doch irgendwie so den PM-Chat machen. Ne? Und das ist hier der PM-Chat 1. Das ist das Programm in Ausführung befindlich, gerade auf Scotty. Okay, das ist so die Idee. So, zu dem PM-Chat 1 gibt es natürlich ein Graphical User Interface. Das kann ich hier auch ohne Probleme in diesen Rechnerknoten reinmalen. Dann bedeutet das im Großen und Ganzen nur, dass dieses Programm gerade auf dem Rechner ausgeführt wird. Und wenn ich eben so ein verteiltes System mit mehreren Rechnern habe, will ich genau solche Dinge modellieren können. Und dann könnte so ein Programm so aussehen, dass ich sage, ah ja, hey, ich habe so ein Fenster und ich habe hier oben so eine Text-Area, da sind die alten Chat-Nachrichten und hier unten habe ich ein Eingabefeld und da hinten so einen Send-Button und fertig. Ne, das wäre meine Chat-Applikation. Und dann trage ich hier ein irgendwie so Hello PM oder irgendwie sowas in Text, klicke auf den Send-Button und dann möchte ich gerne, dass eine Nachricht von meinem Programm an den Server geht. Da soll bitteschön ein Ding laufen, das dann allen anderen, die auch gerade in dem Chat drin sind, Bescheid sagen. Na? Das heißt, ich brauche hier wieder eine Komponente oder ein Programm, das hier läuft. Wer keine Komponenten mag, ein einzelnes Objekt dahin zu malen, ist genauso richtig. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also irgend so ein Wurzelobjekt, das dieses Programm repräsentiert, ist für mich eigentlich fast dasselbe. Niemals sagen, dass es zwei Alternativen gibt, eine Sache zu zeichnen, dann wissen die Leute nicht, welche sie nehmen sollen. Also bitte malt Komponenten. Und das ist jetzt hier eben im Prinzip der PM-Chat, hatten wir das jetzt genannt, ne? PM-Chat, weil das eine Instanz ist, machen wir da natürlich auch kleiner Buchstabe am Anfang. Server 1. Ne, das ist ein individuelles Ding, damit wir das wissen. Der läuft hier. Dem schicken wir jetzt eine Nachricht. Und wenn es jetzt eben mehr als einen Client gibt, wird langsam besser, dann O42 für irgendein anderer PC von mir aus. Vielleicht auch ein Mobile Phone, kann man sich überlegen. Da läuft halt im Prinzip die gleiche GUI. Wenn ich das hier noch hinkriege. Und da ist irgendjemand anders eingeloggt. Vielleicht könnte hier noch stehen, dass das hier
der Chat von Albert ist und dann müsste das hier offensichtlich Sarah sein und dann würde hier oben drin stehen Albert Doppelpunkt Hello PM oder so ähnlich. Ne? Sollte nachher stehen. Das kommt da rein, weil der schickt es an alle anderen. Hier können wir noch so drei Punkte machen, um anzudeuten, dass da noch mehr von den Dingern sind und so weiter und so weiter. Aus Symmetriegründen werde ich das jetzt so machen, dass dieser Server sich nicht damit auseinander aufhält zu fragen, wer hat mir das geschickt? Okay, wen und wer weiß es noch nicht? Der schickt das einfach an alle. Das heißt, er schickt es auch an den Aufrufer hier zurück. Das ist ein bisschen einfacher zu programmieren. Dann braucht man weniger Fallunterscheidungen machen. Und ist eine Designentscheidung. Kann man machen, wie man mag. Ne? So. Ja, haben wir schon einen schönen Ablauf. Ne? Wir hätten jetzt am besten, während wir das gemalt haben, zwischendurch immer Fotos gemacht, dass man so ein bisschen sieht, wie sich das zeitlich entwickelt. Also die Idee ist, dass ich einen Server habe. Da läuft irgendwie so ein Chat-Nachrichtenverteil-Ding. Und ich habe mehrere Client-Rechner, die sich an diesen Server konnektieren. Einer schickt eine Nachricht los. Diese Nachricht wird an den Server geschickt. Der Server schickt das an alle Clients und alle Clients zeigen das an. Also steht das dann hier auch drinne. Hello PM. Fertig. Ne? Das ist so ein elementares Chat-Ding. Wir haben nur einen Chat-Kanal, ganz einfache Kiste, einen dedizierten Server, wo man sagt, okay, darüber unterhält sich eben die PM, die Leute, die in der PM-Vorlesung drin sitzen. Das sind nicht viele Chat-Channels, sondern nur der eine. Das ist ein bisschen leichter. Das wird nicht so viel komplizierter, wenn man viele hat, aber jetzt für die Vorlesung würde ich mir den Aufwand gerne sparen. Und ist so das Elementarste, was man machen kann. Tatsächlich ist es kein großer Unterschied, ob ich einen Chat mache, wo Menschen sich unterhalten, oder ob ich einen Chat mache, wo Programme sich unterhalten. Also ich könnte jetzt anstelle zu sagen, das ist ein PM-Chat, hier auch sagen, das ist ein PM-Risikospiel. Und es gibt für dieses Risikospiel einen dedizierten Server und alle Leute, die spielen wollen, benutzen genau diesen einen Server. Na, und dann kann ich ein Spiel aufsetzen, normalerweise hätte ich nur irgendwie so eine Lobby, wo ich sage, ha, hier sammeln sich jetzt erstmal fünf Leute, dann erzeugen diese fünf Leute für sich ein Spiel und dem treten sie bei. Das ist nur eine Stufe davor, der Mechanismus ist der gleiche. Und wir machen uns jetzt mal die einfache Idee, wir stellen uns vor, es gibt bei uns hier im Labor einen zentralen Rechner, die Duffy, und da läuft, schreibt sich mit U, ne, Duffy? Schreibt sich Duffy mit U? Nein? Okay. Da läuft extra ein Risikospiele-Server und dann kann eine Gruppe von Leuten bis zu sechs Leute an dem Spiel teilnehmen und fertig. Oder geht nur zwei bei uns? Keine Ahnung. Ne? Und die Idee ist, dass das Risikospiel sich dahin connectet. Dann kann der erste Spieler seinen Zug machen. Und bis jetzt haben wir gesagt, nachdem wir einen Zug gemacht haben, speichern wir ab, irgendwo auf eine zentrale Festplatte. Der andere lädt das und hat den gleichen Zustand und macht der andere oder die andere den Zug. Jetzt könnten wir sagen, wenn ich einen Zug gemacht habe, dann schicke ich genau die Beschreibung. Ich habe jetzt so und so viele Armeen dahingestellt, ich habe das Land erobert oder solche Dinge. Nur diese Beschreibung, das war mein Zug, über den Leitung zum Server. Der Server schickt das zu meinem anderen Programmpartner. Nehmen wir mal an, hätten ein Spiel mit sechs Spielern. Alle sechs Spieler sehen das. Ah ja. Und aktualisieren ihren internen Datenbestand entsprechend. Das heißt, die führen die gleiche Operation auf ihrem Datenbestand auch auf. Das heißt, ich habe das gleiche Spiel auf sechs Rechnern laufen. Jedes von diesen Risikospielen hat intern diesen logischen Datenbestand. Einer ist gerade dran, der macht einen Zug, sagt, hey Leute, das habe ich gerade gemacht, gewürfelt, eine 3. Und, oder hier mit drei Armeen Kambodscha angegriffen, nee, Kamchatka oder wie das da heißt, angegriffen oder irgendwohin Armeen geschoben. Und dann wird diese Information an alle anderen verteilt. Und jeder von denen aktualisiert sein persönliches Datenmodell oder jedes Programm aktualisiert das persönliche Datenmodell und dann haben alle den gleichen Stand.
Das heißt, ich habe 6 Kopien laufen, die sich gegenseitig aktualisieren. Und dann brauche ich immer nur die Züge rumschicken, die Aktionen, die gemacht worden sind, und nicht immer den kompletten Datenbestand. Denn bei so einem Risikospiel, okay, das lässt sich in 5K speichern, das ist kein großes Ding. Kann ich auch das ganze Sachen schicken. Die kleinste TCP-IP-Message, die ich schicken kann, sind irgendwie 1K groß. Ob ich jetzt eine schicke oder 5, ist gerade egal. Ne, aber bei einem großen Datenbestand, irgendwelche große Verwaltungsdaten, alle Klausurergebnisse aller der Universität hier der letzten 10 Jahre, wenn ich da eine neue eintrage, möchte ich nicht den kompletten Datenbestand von 1 GB verschicken, sondern eben nur die eine neue. Mehr brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ne? Okay. So, und die Idee ist, dass wenn Programme sich untereinander unterhalten, dass die das machen, indem die ja strukturierte Nachrichten verschicken. Das müssen ja Nachrichten sein, die das empfangende Programm gut lesen kann. Und wir haben jetzt zur Speicherung schon so ein JSON-Format verwendet. Und genau das Gleiche würden wir hier wieder machen. Das heißt, wir würden unsere Änderung oder die Aktion, die wir gemacht haben, als Objektmodell beschreiben, das mit JSON oder diesem ID-Map-Ding serialisieren, über die Leitung blasen, die anderen kriegen das, deserialisieren das, haben wieder das Objektmodell und dann führen sie das Kommando aus. Das ist so grob die Idee. Na? Und die Operationen oder Kommandos oder Aktionen müssten dann wieder Objektstrukturen sein, die wir wieder modellieren müssen und dann haben wir es eigentlich schon fertig. Ein bisschen ein Problem ist, man modelliert ein paar Sachen doppelt, aber da kommen wir später zu. Okay, so leicht der leichte Plan. Tatsächlich ist es aber schwieriger, weil die Götter haben zwischen Rechner Grenzen gesetzt. Und schuld sind die Betriebssysteme, Leute. Ihr habt Betriebssysteme schon gehört oder das läuft gerade parallel, glaube ich. Ne? Bei Betriebssystemen beschäftigt mich sehr lange damit, wie man mehrere Programme auf einem und demselben Rechnerknoten laufen lassen kann. Und eine der frühesten Anforderungen, die man hatte, war, was ganz blöd ist, wenn ein blöder Student, blöde Studentin, einen Tippfehler gemacht hat und so einen Pointer verbaselt hat und jetzt irgendwie auf Speicherplatz zugreift, in C und C++ ist das möglich, der ihm gar nicht oder der ihr gar nicht gehört. Ne? Irgend so ein Pointer damelt in der Gegend rum und der manipuliert jetzt über diesen Pointer das Programm Speicherplatz von einem anderen Programm. Das heißt, ich habe ganz sorgfältig programmiert und getestet und methodisch entwickelt und mein Programm ist eigentlich auch alles prima und läuft super und dann, weil es den Göttern gefällt, läuft jetzt gerade nebenan so ein Anfängerprogramm und da schießt mir mein gutes Programm kaputt. Da haben dann die Leute gesagt, das möchte ich bitte nicht. Macht bitte irgendwas, damit diese Programme gegeneinander abgeschottet werden, damit die gesandboxed sind, damit die eben nicht aus dem ihnen zugewiesenen Speicherbereich rausgreifen können. Und dann haben sie angefangen, da irgendwelche Seitenzuteilungsverfahren zu machen, Speicheraufteilungsverfahren zu machen, haben tatsächlich sogar Hardware entwickelt, Memory Management Units, um leicht irgendwie Adressen, virtuelle Adressen auf physikalische Adressen mappen zu können, haben auch, weil dann der Speicher nicht gereicht hat, Seitenverdrängungsverfahren entwickelt, dass eben Speicher auf die Festplatte ausgelagert werden kann und wieder eingelagert werden kann. Das passiert für das konkrete Programm völlig transparent oder unsichtbar. Ne, wenn ich programmiere jetzt hier New Student und greife auf irgendwas zu und auf welcher konkreten Speicherseite physikalisch das jetzt gerade liegt und ob man die erst noch aus der Festplatte holen muss oder nicht, das kriege ich gar nicht zu sehen. Der Effekt am Ende eines langen Tages ist so, dass die Betriebssystemleute es geschafft haben, dass es zwei Programme, die gleichzeitig auf demselben Rechner laufen, nicht mehr möglich ist, miteinander zu reden. Denn die können physikalisch unmöglich gemacht, mit ganz, ganz viel Mühe, nicht direkt über dem Hauptspeicher miteinander kommunizieren. Es gibt keinen gemeinsamen Hauptspeicherbereich, mit dem die miteinander sprechen können. Das geht einfach nicht mehr. Das ist explizit vom Betriebssystem abgeschottet, dicht gemacht, mit extra Hardware, mit ganz viel Aufwand betrieben. Da gibt es kein Mauseloch, wo man noch durchtunneln könnte, um direkt mit einem Nachbarprogramm reden zu können. Das geht nicht.
Das heißt, wenn, und schon gar nicht über Rechnergrenzen hinweg, ne, also aus meinem Rechner raus auf einen Nachbarrechner, wobei wir noch jetzt sehen werden, dass die Mechanismen, mit denen man, ob die beiden Programme hier auf einem demselben Rechnerknoten laufen oder auf zwei verschiedenen, die Mechanismen, mit denen wir jetzt miteinander reden, sind dann gerade, machen gleich das wieder aus. Um das doch irgendwie hinzukriegen, dass man jetzt mit einem anderen Programm Informationen austauschen kann, geht man über die Festplatte normalerweise. Also das ist so die Grundidee, die dahinter steckt. Das heißt, man macht irgendwo so eine Festplatte hin, die von zwei Rechnerknoten zugreifbar sind. Das heißt, die wird hier gemountet und hier gemountet. Und dann kann mein Programm hier an irgendeiner bestimmten Stelle eine Datei anlegen und da reinschreiben Hello PM. Und der andere kann das, die Datei danach öffnen und lesen. So kann man das tun. Ja? Jetzt sind Festplatten nur leider furchtbar langsam. Also ganz am Anfang waren das Trommelspeicher. Das war tatsächlich so ein Zylinder, der hat sich gedreht und dann ging so ein Leseschreibkopf rauf und runter. Dann gab es tatsächlich schon diese Scheiben, die sich gedreht haben. Das sind eigentlich irgendwie immer noch Techniken, die es gibt. Dann gab es so mehrere Scheibenstapel übereinander, so Torten waren das im Prinzip immer, wo dann eben so fünf Leseschreibköpfe gleichzeitig reingegangen sind. Oder man hat die gleiche Scheibe von oben und von unten gelesen, da waren es schon 10 oder sowas. Ne? Und die wurden gelesen wie so eine Schallplatte im Großen und Ganzen eigentlich. Das Problem ist, bei diesen Schallplatten, die rotieren so mit 10.000 Umdrehungen pro Sekunde, keine Ahnung, relativ hochtourig. Und tatsächlich gab es da so Spuren drauf. Da musste der Kopf erst so in die richtige Tiefe reinfahren. Und jetzt sah es aber so, wenn man da lesen wollte, dann war es immer so, dass es einen so einen Sektorenanfang gab auf der Platte, so ein Streifen, der war frei. Da hat man den Kopf aufgesetzt und dann hat man die komplette Spur eine volle Umdrehung gelesen. Wenn man schreiben wollte, genauso. Man hat den Sektorenanfang gesucht und hat dann gesagt, jetzt schreibe ich eine komplette Spur. Irgendwo mitten in der Spur aufzusetzen und dahin schreiben zu wollen oder da rauslesen zu wollen, war physikalisch einfach nicht nötig, weil das sind nur wenige Zehntel Millimeter oder Hundertstel Millimeter, die da zwei aufeinanderfolgende Bytes voneinander physikalisch auf dieser Festplatte entfernt worden sind und so genau konnte ich den Kopf nicht aufsetzen. Deswegen gibt es extra so eine mehrere Millimeter breite Landezone für den Kopf, wo der aufsetzt und dann liest er eine komplette Spur und so eine Spur ist dann typischerweise 1 Kilobyte oder 10 Kilobyte groß, lang an Daten. Das heißt, er liest diese Daten immer in Blöcken und schreibt in Blöcken. Und weil das Ganze dann immer warten muss, bis die Festplatte einmal vollständig gedreht hat, dauert das eben auch relativ lange. Man kann so, 1000 Festplattenzugriffe pro Sekunde gehen. Typischerweise, vielleicht 5000. Ne? Im Vergleich zu 2 Milliarden Rechenoperationen, die man machen kann. Ja, da ist ein Faktor von 10 Millionen dazwischen. Zwischen der Leseschreibgeschwindigkeit einer Festplatte und dem, was die CPU eigentlich könnte. Heute gibt es SSDs, ne, das sind dann einfach so Speicherchips, die sind schneller. Da ist jetzt dann nur der Faktor kleiner geworden, trotzdem sind Festplatten immer noch wahnsinnig langsam. Und dann hat man gesagt, was machen wir da? Und dann gab es damals so virtuelle Festplatten in Memory. Da wurde einfach ein Teil des Hauptspeicherspeichers so getan, als ob das eine Festplatte wäre. Und dann konnte man darüber solche Dateiaustausche machen. Hat man irgendwann gesagt, also warum machen wir diesen Punk mit dieser Festplatte einfach aus? Und hat gesagt, hey, lass uns doch einfach so tun, als ob es eine Datei wäre. Und wir machen aber hier nur so ein Portal hin. Tatsächlich nennt man das Ding Socket. Da kann der eine reinschreiben, das fühlt sich für den an wie eine Datei. Der andere kann gleichzeitig aus dem Ding lesen, das fühlt sich für den auch an wie eine Datei. Und in Wirklichkeit ist das nur so ein einfacher kleiner Buffer irgendwo im Hauptspeicher. Fertig. Ne? So, das hat sich bewährt. Man nimmt so ein Pipe-Symbol, das kommt aus der Zeit von so Unix-Shells. Da kann man mehrere Kommando mit so einem senkrechten Strich hintereinander machen. Und ein Programm erzeugt eine Ausgabe, das wird von dem nächsten Programm gelesen. Und anstatt die Ausgabe erst in der Festplatte zu schreiben, in der Datei und von da wieder zu lesen, konnte man durch so ein Pipe-Symbol hier irgendwie sowas machen. Da konnte man solche Dinge machen wie
ls für Liste irgendwie alle Dateien oder einfacher war cut. F1, oh, kann kein Mensch lesen. Da steht cat für cat. Das ist die Abkürzung für Catalog und es gibt aber tatsächlich den Inhalt einer Datei aus. Da konnte man Pipe machen. Also wenn man nichts geschrieben hat, hat er das auf die Konsole geschrieben. Und dann konnte man hier sowas machen wie grep. Das ist ein Programm, das sucht einzelne Zeilen nach irgendeinem Muster durch. Albert. Und dann wurden nur die Zeilen ausgegeben, wo Albert drin steht. Und dann konnte man Pipe WC machen für Word Count. Und dann wurde ausgegeben, in wie vielen Zeilen kommt das Wort Albert vor in meiner Textdatei. Ne, oder ich kann mir auch ausgeben, wie oft kommt Albert vor oder sowas ähnliches. Okay. Und dieses Pipe-Symbol benutzt man für Sockets jetzt einfach auch, weil es der gleiche Mechanismus ist. Also dafür ist es eigentlich ursprünglich mal erfunden worden. Und tatsächlich nochmal, unter Linux oder Unix ist es so, dass dieses hier tatsächlich eigenständige Programme sind, die im Rechner vollständig eigenständig laufen, vollkommen abgeschottet voneinander und die über diese Sockets miteinander kommunizieren. So funktioniert das im Wesentlichen. Okay, das heißt, wir wollen jetzt Sockets verwenden, um zwischen zwei Programmen kommunizieren zu können. Und das Schöne an diesen Sockets ist, das funktioniert eben auch rechnerübergreifend. Ne? Also als man diesen Socket-Mechanismus gebaut hat, war das erstmal nur innerhalb von einem Rechner. Es gab nur 20 Rechner. Ne? Dann hat man irgendwann gesagt, okay, jetzt wollen wir die Rechner miteinander vernetzen. Und dann war so die Idee, ach komm, das machen wir einfach auch über diese Sockets. Das ist eine einfache Sache. Und dafür ist es so, dass jedes Betriebssystem, sowohl Windows als auch Linux oder Unix oder Mac, standardmäßig, darauf hat man sich ganz, ganz früh geeinigt, Sockets öffnet. Und dann hat man gesagt, okay, wir geben jetzt den Rechnern einen Namen oder eine IP-Nummer. Was weiß ich, 192 ist irgendwie doof, 168, 1.1 ist der hier und der hier ist 192, 168, 1.42 natürlich und so weiter und so weiter. Das ist jetzt erstmal nur eine eindeutige Bezeichnung des Rechners. Und dann sagt man, auf diesem Rechner gibt es viele, viele Sockets und die sind nach außen zugreifbar. Ne? Und ich male die jetzt mal hier so als eine Liste von Dingern hin. Und potenziell gibt es davon, glaube ich, 64.000 Stück. Man hat einfach gesagt, wir nummerieren diese Sockets durch und man spricht sie an mit ihrer laufenden Nummer. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich hätte gern auf 192.168.1.1 den Port nennt man das dann, oder Socket, 8000 angesprochen. Ja? Und das bezeichnet so eine virtuelle Datei, hat man einfach als Name der Datei eine laufende Nummer genommen. So, 8000 ist jetzt die typische Nummer, die ein Webserver verwendet. Das heißt, wenn ich auf meinem Programm, auf meinem Rechner einen Webserver laufen lasse, dann spreche ich den Socket 8000 an. Ne? Ganz oft ist es aber dann so, dass man sagt, ha, ich habe hier noch so einen Test-Webserver, einen zweiten auf meinem Rechner. Dann ist es ganz oft üblich, dass man dem die Nummer 8888 gibt. Oder 8080 ist auch eine sehr gern genommene Nummer. Also die kleinen 8000er-Nummern werden typischerweise von Web-Servern verwendet. Es gibt diese ganz kleinen Nummern, 23 ist die Default-Nummer für FTP, wenn ich mich recht erinnere. Ne, das heißt, hier läuft auf meinem Programm so ein FTP-Server. Die kann ich von außen über diese Portnummer 23 ansprechen und sagen, du, ich hätte gerne folgende Datei von dir runterkopiert. Und wenn der nett zu mir ist, dann gibt er mir die. Manchmal fragt er vorher nach einem Login und solchen Dingen mehr. Es gibt viele, viele andere reservierte Bereiche. Und man sagt so, die ersten 10.000 Nummern, die sind eigentlich für betriebssysteminterne Zwecke reserviert. Das mache bitte nimm nicht für dein Programm. Und von 10.000 bis 64.000, da kannst du machen, was du willst. Die sind user-definierte Ports. Ja, wenn ich jetzt einen Chat-Server 4 mache, muss ich mich einigen, was gebe ich dem, welchen Socket soll der benutzen. Und aus traditionellen Gründen nehme ich natürlich 42, 42, 4. Na?
Das ist groß genug. 4242, das wäre noch zu klein. 4242, das ist in diesem 10.000er-Bereich. Eine Ziffer mehr, das wäre ein schöner Socket. Ne? Und dann fange ich an zu programmieren und das geht gut, solange nicht irgendwie irgendwelche Leute in Australien auf die Idee kommen, für ihr Spiel den gleichen Socket zu verwenden, weil 4242.4 so eine coole Nummer ist. Und dann auf dem Rechner von Christoph tatsächlich mein Chat und dieses australische Spiel gleichzeitig laufen wollen. Dann würden die sich um diesen Port streiten. Ne? Und gewinnen würde der, der zuerst diesen Port aufmacht. Das heißt, wir müssen uns international mit allen anderen Programmen dieser Welt vertragen und irgendeine Nummer finden, die sonst kein anderer verwendet, der auf dem gleichen Rechner läuft. Ne? Und das macht man normalerweise so, dass man diese Portnummer dann flexibel macht, dass die ein Parameter ist, dass man die verändern kann. Wenn man sagt, oh Mist, in diesem speziellen Rechner hier laufen 5 Programme, die wollen alle diese Nummer nehmen. Hier, du nimmst jetzt 1 höher, du nimmst 2 höher, du nimmst 3 höher und so weiter und so weiter. Ne? Und das ist im Großen und Ganzen ist so eine Portnummer, ja, wie eine Telefonnummer. Na, das ist die Telefonnummer von einem ganz bestimmten persönlichen Nummer von irgendeinem bestimmten Programm. Und das ist mehr so eine Ortsdurchwahl. Und davor kommt immer diese IP-Nummer, die genau angibt, zu welchem Rechner möchte ich hin und dann auf diesem Rechner, auf welchem speziellen Socket oder Port möchte ich gerne hin. So. Das war's. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir Client-Server-Kommunikation machen wollen, eben mitmodellieren und überlegen, okay, auf welchem Port machen wir das, wie viele Ports brauchen wir, vielleicht brauchen wir mehr als einen und solche Dinge mehr. Was wir gleich noch kennenlernen werden, ist, dass nachdem das mit diesen Ports so super cool funktioniert hat und die ganze Welt das immer gemacht hat, dann auch böse Menschen da gesagt haben, ha super, da können wir ja auch Trojaner einschleusen oder Viren oder Würmer oder allen möglichen Kram, dass man über solche Ports angefangen hat, in die Rechner einzubrechen. Und daraufhin haben dann die Betriebssystemleute gesagt, was können wir machen? Und haben die Firewall erfunden. Das heißt, die haben zwischen diese Rechner oder einfach am Eingang eines solchen Rechners eine Firewall hingesetzt. Was die im Großen und Ganzen macht, ist, die sagt, hier auf meine Ports wird hier nicht zugegriffen. Ne? Die macht die einfach alle wieder zu. Also ursprünglich waren solche Ports grundsätzlich immer alle offen. Jeder durfte da ohne Probleme drauf zugreifen. Und dann konnte man insbesondere hier von den Programmen aus dem Rechner raus selber, mit den installierten Programmen, die auf dem Rechner liefen, konnte jeder sagen, hier, ich will irgendeine Nummer aufmachen, ist ganz egal welche. Und dann hat man irgendwann gesagt, oh, das kommt zu oft vor, dass da böse Dinge passieren. Und er hat im Prinzip ein Telefonbuch angelegt. Also eine Whitelist. Und hat gesagt, okay, auf diesem Rechner laufen folgende 13 Programme, 50 oder 100, die benutzen folgende Ports. Die schalte ich frei, und zwar genau für diese Programme. Also auf diesen 8000er-Port darf nur der Webbrowser zugreifen. Der Webserver zugreifen. Auf den so und so Port darf nur FTP zugreifen, auf den 23er. Auf das darf nur der und der und der zugreifen. Und wenn jetzt plötzlich irgend so ein komisches PMWT-1516-Programm auf den Port 4242.4 zugreifen möchte, dann ist das mit ziemlicher Sicherheit ein Trojaner und da greift er bitte schön nicht drauf zu. Ne, das lassen wir, dann machen wir mal gleich hier fingerdicht, das sperren wir. Ne? Das heißt, da wird dieser Port einfach zugemauert. Und dann muss man tatsächlich in die Firewall-Konfiguration reingehen und sagen, ah, doch, das ist richtig. Ich habe das gerade selber hier installiert und ich möchte den jetzt bitte freigeben, dann macht man einen zusätzlichen Eintrag in diese Whitelist und dann geht dieser Lesezugriff durch. Und das ist im Wesentlichen, was eine Firewall macht. Die mauert einfach nur die ganzen Sockets zu und hat so eine Liste, wer darf auf welchen Socket zugreifen. Und das ist alles. Ne? Und die Idee ist, dass eben dadurch geschützt wird, dass bestimmte Trojaner nicht einfach so nach Hause telefonieren können. Ne? Das wissen die Trojaner, die machen dann einfach trotzdem, dann sagen sie, na gut, dann nehmen wir halt den 23er-Port oder den 8000er-Port und hoffen mal, dass auf dem Rechner der freigegeben ist, beziehungsweise dass das Programm, für das das eigentlich freigegeben ist, gerade das nicht benutzt. Und dann muss man noch seine Identität fälschen und sagen, ja, ich bin der Webserver, klar, hab Vertrauen. Ne? Oder man manipuliert den Webserver, ne? Der darf ja raus telefonieren.
und sagt dem Bescheid. Ja, und macht ihn kaputt und filzt sich da rein. Okay. Haben wir das alles geklärt? Also prinzipiell ist jetzt die Idee, wir bauen so einen Chat-Client, einen Chat-Server und wir tauschen Nachrichten miteinander aus und das lernen wir alles kennen. Und dabei gibt es eben insbesondere noch eine Reihe von Nebenläufigkeitsproblemen und Zeitproblemen, die wir beachten müssen. Und das diskutieren wir, während wir das tun. Wundervoll. So, ein Königreich für ein neues Programm. Nicht in Graphentechnik, sondern in PM. Wunderschön. Ja, Client-Server gibt es hier schon. Ha, ich habe so einen MQTT-Chat-Client gebaut. Lustig. Ja, okay. Was das ist, sage ich später. Aber wir machen das ruhig hier drin. Das ist ein ganz schönes Package. Das können wir ruhig nehmen. Da machen wir uns jetzt eine neue Klasse. Java, Java, Java. Wo bist du? Fu Java? Kein Java mehr? Hallo? Wollte mich. C, D, E, F, G, H, I, J. Ne? Ah ja. Dann nennen wir sie doch PM Chat Client. Und komm, lass uns noch 15, 16 dazu nehmen, dann ist es noch ein bisschen, dann kommen wir nicht mit den anderen durcheinander. Wundervoll. So, fangen wir mit dem Graphical User Interface an, das ist am einfachsten. Application heißt das Ding, glaube ich, ne? Ja, wunderbar. Dann sagt er, oh, da brauche ich aber eine Startmethode. Ja, ja. Und wir brauchen eine Main-Methode. Wunderbar. Und da müssen wir Launch aufrufen. Oh. Und die Args übergeben. Herzallerliebst. In der Startmethode gibt es hier diese Stage. Die wollen wir nachher zeigen. Der wollen wir eine Größe geben. Set Size. Konnte man der Szene die Größe geben oder dem Fenster? Der Szene. Okay. New Scene. Ja, sowas könnten wir gut machen. Ne? Root und dann 400 breit, 600 hoch ist immer gut. Wunderhübsch. Das wird die Scene. Wunderhübsch. So, Root. Da hatte sich das mit der V-Box super bewährt. Alles noch JavaFX, ja, wunderbar. Wir zu New V-Box, Mist, Entschuldigung. 12 war, glaube ich, ganz gut als Zeilenabstand. Wunderbar. Stage.setTitle. Ich mache jetzt mal Albert dahin. Das machen wir gleich noch schöner. Und da haben wir eine V-Box. So, dann brauchten wir hier oben so einen Bereich, wo wir Text anzeigen können. Insbesondere will ich ihn gerne mehrzeilig anzeigen können. Aber wir können das auch mit Labeln machen. Ich könnte eine V-Box mit Labeln machen. Oder eine Text-Array habe ich, glaube ich, immer genommen. Das ist leichter. Lass uns einen Text nehmen. Kann man aber machen, wie man will. New Text heißt das Ding, glaube ich. Genau. Das ist kein Text-Field. Text-Field ist einzeilig. Text ist ein Eingabefeld für mehrere Zeilen. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich meine, das war so. Root.getChildren@ All Text. Wunderbar. So, und dann brauchen wir da unten
diese Eingabezeile und diesen Button. New Harbox. 8 ist, glaube ich, ganz hübsch. Input Line. Ja, warum denn nicht, ne? Und dann brauchen wir ein Textfield jetzt, wo wir eingeben können. Da kann man so einen initialen Text geben. Machen wir mal so ein Fragezeichen hin. Wunderbar. Input Field wäre vielleicht schön. Input Line. Hallo? Danke. Input Line. Get Children at All. Input Field. Und dann braucht es noch einen Button. Send Button wird zu New Button mit dem Text Send. Send Button. Und das Add All ist unglücklich, weil ich es tatsächlich geschafft habe, mir ein AWT Textfield einzufangen. Und Input Messenger wollte ich auch nicht. So, viel schöner. Alt-Shift Debug J. Ja, noch nicht ganz richtig, ne? Natürlich habe ich die Input-Line noch nicht hier hinzugefügt. Aber sonst schon einigermaßen hübsch. Okay, tatsächlich hätte ich gerne diese V-Box hier ein bisschen größer. Da oben diese Text-Area, da steht auch noch nichts drin. Ja, schauen wir mal. Ne? Okay. Gut. Haben wir so ein bisschen Graphical User Interface. Jetzt wollen wir aus unserem Szenario das machen, dass wir hier irgendeine Nachricht eingeben und die abschicken. Ja? Das heißt, ich will jetzt hier Hello PM eintippen und dann, wenn ich hier draufklicke, soll irgendwas passieren. Okay? Ja, da müssen wir ja nur diesen Button eine Action geben. Send Button. Set on Action. Da kann jetzt irgendeine Action hingetan werden. Die kriegt immer ein Event als Parameter und dann braucht man die Klammer nicht, habe ich jetzt gelernt. Ha. Und da wird irgendwas gerufen und nennen wir sie doch Send Action. Wunderschön. Die gibt es aber noch nicht. Dann bauen wir die. Herz allerliebst. So, dann, was wir machen müssen, ist na klar, wir müssen jetzt erstmal von dem Textfield uns die Eingabe besorgen. Okay, Textfield. Das ist dieses Inputfield hier, da können wir gerade nicht drauf zugreifen. Da machen wir ein Field draus, dann ist das leichter. Ja, ein Terminier halt. Und dann würden wir solche Dinge machen wie Input Field.get Text. Text finde ich eine wunderschöne Sache.
Das Ding ist von mir aus void, weil es nicht wirklich Sinn macht, dass das einen Wert zurückgibt. So. Send to server. Na, das ist tatsächlich leichter, als man denkt. Man macht einfach einen neuen Socket auf. New Socket. JavaNet Socket ist schon der, den man da so nehmen kann. Lass uns doch mal den hier nehmen. Na, da gibt man im Konstruktor mit den Rechner, an den man sich wenden möchte, oder den Namen des Rechners, an den man sich wenden möchte, und die Port- oder Socket-Nummer auf dem Serverrechner, die man ansprechen möchte. Na, als Host gebe ich jetzt mal, kann man einen Namen oder eine IP-Nummer angeben. Ich schreibe jetzt mal Localhost hin. Das ist der Rechner, auf dem ich gerade laufe, weil ich nicht wirklich auf unserem Server schon ein Programm laufen lasse. Das heißt, im Augenblick lasse ich einfach den Server und den Client für diese Testumgebung einfach auf demselben physikalischen Rechner hier laufen. Das sind aber eigenständige Prozesse, die sind gegeneinander immer noch geschützt durch die Betriebssystemmechanismen. Denen ist das hier egal, ob die auf demselben Rechner laufen oder auf verschiedenen. Kann sein, dass die Firewall ein bisschen entspannter ist, wenn ich einen Socket anrufen möchte, der hier nur lokal auf meinem Rechner ist. Aber sonst ist das eigentlich das Gleiche. So, und Portnummer hatten wir gesagt, 4242. Lass uns da mal eine 0 anhängen. Ich glaube, diese 4244 ist auf diesem Rechner vom letzten Jahr noch bekannt und dann wird er wahrscheinlich nichts machen. Die Firewall sich nicht merken. Dann verpassen wir eine Lernchance. Wunderhübsch. Dann sagt er so, oh, das kann aber eine Exception werfen. Immer wenn man so Fallsachen macht, die haben das Design-Pattern-Buch gelesen, die haben gesagt, oh, wir müssen mal ein Exception werfen. Naja, na gut. Na, dann machen wir das halt.